Hey und willkommen zu einer weiteren Folge. Star Wars Jedi Fallen Order. Ich habe hab irgendwas. Ey, waren wir nicht im Schiff? Wir waren doch im Schiff, oder? Ich habe irgendwas verschissen. Licht, alles klar. Ah, ach, das war der Roboter, der die ganze Zeit hin und her gesprungen ist. Ich würde gerne an dir vorbei. Wie fahren wir? Wir wollten nach Seppu. Wir benutzen den Holotisch. Wählst du unser nächstes Ziel? Ah ja, genau. Folgt Perfekt. deinem Instinkt. Was ist das da? Sepho, da wollte ich ein Viereck reisen. Ah ja, gedrückt werden. Okay, erst rein. Sind unterwegs nach Sepho. Wie sind Sie eigentlich zum Jedi geworden? Ich wurde von einem Sucher entdeckt, als ich noch sehr jung war. Ich, er hat Internet. Mich zum Tempel gebracht. Oh ja. Ein Video Sucher. Gemacht, mich beworben, wird genommen. Ist etwas ganz Besonderes, das kann ich Ihnen sagen. Sie haben keine Ahnung, was ein Sucher ist, oder? Nicht die geringste. Suchen die irgendwas? Genau. Es sind Jedi, die junge Machtbegabte suchen und rekrutieren. Wie die auf dem Holocron. Ich war auch ein Sucher. Hey, hey, wissen Sie, was das bedeutet? Ich habe Cal nicht entdeckt, falls Sie darauf anspielen. Nein, das bedeutet, dass ich auch ein Sucher bin. Stimmt. Ja, Sucher Grease. Ich mag den Typen irgendwie voll. Also, no shit. Junge, wir landen gleich. In den Cockpit-Sessel. Ja, natürlich. Ich muss mich dafür jetzt setzen. Alter, der Controller hat gerade voll vibriert. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Das ist die Frage, ist das gut oder ist das... Wie hat der da eine Ansiedlung gesehen? Also, der hackt doch. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Gut. Das muss ich nicht sagen. Hi. Okay, festhalten. Jetzt geht's runter. Oh, das ist so. Oh. Ah, perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Nie. Never. Cal, hier drüben. Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Echt? Direkt auch? Von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Sepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Moment. So, ich habe keinen Plan von der Story. Gute Arbeit, geschafft, geschafft. Hoffentlich hast du nichts abgekriegt. Was glotzt du so? Mit wem redest du? Mit dem Baby. Mit meinem Chef, der Mantis. Guter Name, klingt gewaltig. Moment. Heißt Moment, der will noch mit denen reden und ich renne einfach weg, oder ist... Okay. Ne, das rechts ist Macht, wo sind nochmal Hauen? Viereckes Hauen, ne? Da fängt es nämlich schon an. Ich habe nämlich Ghost Runner gespielt. Okay, da komme ich nicht rein. Unerkundet. Das heißt, wir kommen da rein. Das heißt, wir können natürlich jetzt erstmal straight ins Haupthaus gehen. Oder wir gehen natürlich, wie sich das für uns gehört, wir gehen natürlich erstmal auf die Seite. Und bleiben dann hier hängen oder was? Ah, nein. Ey, die essen Klontrooper. Oder ist es ein Stormtrooper? Ist ein Stormtrooper. Die sehen unfreundlich aus. Aufpassen, BD. Kreis war dodgen. Pumperla, my bad. Alles klar. Ah, kannst du was scannen? Ja. Achso, du kannst ihn scannen. Okay. Ne, Überraschung. Ein Stormtrooper! Kannst du mich hören? Das Imperium. Sie haben Sepho. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Nice. Hoffentlich nicht.
Unser Funk geht wieder. Unser Funk geht wieder. Ah, die braucht ja nur eine Minute. Das sieht nicht nett aus da oben. Du bist auch nicht nett, ne? Komm. Alter. Ja, das war natürlich Int an der Stelle. Das war jetzt natürlich irgendwie scheiße. Alter, der hat auch falsch. Okay, aber seine Dingsbums-Attacke ist ja useless. Frech, Alter. Dann dodge ich da ins Nichts, ey. Ah, ist ja peinlich, pur. Ah, ist ja peinlich, pur, Alter. Da lang, ne? Sag ich jetzt einfach mal. Sieht gut aus. Eine Höhle. Höhlen sind immer. Ich habe wenig Leben. Und ich sehe nichts. Ich muss da hoch. Da ist was. Ah, das ist so ein Speicherpunkt, ne? Nice. Ah, ne, ist so ein Echo. Achso. Falsche Taste. Ah, diese Echo geben mir ja die Punkte, ne? Nice. Ach, das ist. Ich dachte gerade, what the fuck. Meine Mutter hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Sie waren auf der Flucht. Ich habe ein Versteck entdeckt, anscheinend. Ich habe Angst, dass ich hier voll was verpasse, weil es so dunkel ist. Aber ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung, weil hier sonst nicht so viel ist. Öffnen. Nice, neue Poncho. Stimmfach. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Danke, BD. Oh, habe ich ein Stim-Upgrade? Freigeschaltet? Nice, Stim-Behälter erhalten. Ja, fucking GG. Okay, ja, das, okay, hat sich ja 10 von 10 gelohnt. Aber gegen die Decke gesprungen, wir reden nicht drüber. Gut, dann war es das hier, dann können wir wieder zurück. Appa. Dann können wir ja doch ins Haupthaus. Das ging ja doch schneller, als ich dachte. Ich wollte ja irgendwie runterspringen, aber ich glaube, das ist nicht so ein guter Plan. Nice, Alter, geil. Er hat es direkt gelohnt, da links wegzugehen, bevor wir ins Haupthaus gehen. Ich muss sagen, ich hätte zwar jetzt gerne so ein... Warte, wie mache ich nochmal? Hilfst du mir oben, mal? Ne? Ah ja, oben. Oben euch Stim. Eigentlich kann uns der Roboter doch übelst beim Gleichgewicht halten helfen, oder? Also so ein No-Shit, wenn wir nach links fahren und der Roboter dann auf die rechte Schulter klettert, das würde uns doch unnormal helfen. So, baufälliger Hangar. Du findest irgendwas, das ist schön. Ich will aber auch erstmal gucken. Okay, dann komm, dann zeig mal, was hast du gefunden? Ach, das ist eine Schrift. Die Schrift hat er gefunden, okay. Haben sonst noch was? Also, wir können hier... Boosterbehälter für den Transporter. Was ist denn Options? No shit, Datenbank oder so. Ja, ganz viel Scheiße freischaltet. Ja, komm, scheiß drauf. Ey, das ist so eine Kiste. Hui. Oh, na gut. Also, was war drin? Neues Poncho! Love it! Muss ich nach oben? Okay, okay, ich gebe zu, das ist, man hätte ja mal rechnen können, dass es einfach Panzer ist. Hä? Okay, warte, wir müssen ja irgendwo hinklettern. Können wir wirklich, also das da oben ist ich dann noch... Schön, mich verarscht. Wo können wir denn hier jetzt hin? Von da kommen wir. Ach, guck mal, da ist noch was Unentdecktes. Ah, da nicht rechts in die Höhle, sondern da hoch, weil wir, lass mich raten, hier nicht reinkommen, ne? Da, die Tür muss von der anderen Seite geöffnet werden. Ich komme nicht durch. Okay, das heißt, wir gehen wieder, aber wir haben neues Poncho-Material bekommen, das war eigentlich schon worth, ne? New. Dann gehen wir doch direkt mal wieder zurück. Gut, weil ich die Gegner hier schon besiegt habe. Ah, da ist auch noch eine Tür, aber da komme ich auch nicht rein, ne? Brauche ich eigentlich gar nicht probieren, oder? Komm, habe ich sie überhaupt noch? Ja, ich kann auch. Überhaupt. Er findet was, aber. Ja, sie geht nicht auf. Aber du kannst. Ach, guck mal, das ist. Hier, genau. Scout-Truppler Elektrostab. Ich wollte jetzt eigentlich Waffe sagen. Aber. Es ist halt ein Elektrostab. Entschuldigung. Mein Fehler.
Ah ja, gut. Ne? Da die Lücke, wo man runter, wo ich runterspringen würde, kann man natürlich hochspringen. Ja? Hätte ich natürlich auch wissen können. Ne? Aber das finde ich gut an der Karte, dass das angezeigt wird. Das wird nicht zu sehr angezeigt. Ja, warte. Wallrun. Komplett vergessen, dass wir das machen können. Ist da gerade was runtergeknallt? Hoffen wir nicht. So, was haben wir hier? Wir rennen hier einfach mal weiter geradeaus, ne? Ah ja, natürlich die Aussichtsplattform mit Geländergang. Nice, jetzt habe ich den Shortcut, ne? Ja. Man kennt's. Oh, die Viecher. Oh Gott. Ordnung. Treff ihn endlich! Ziel! Feuer! Ich hab ihn! Ja, warte mal kurz. Ja. Das war's! Ich bin geliefert! Hey! Frech. Ah, wieder die Schrift. Ich dachte, du scannst jetzt halt, weil die Gegner, die hier sind. Eine Warnung. Ja, Warnung. Wir probieren natürlich erstmal... Ne, hier ist zu, ne? Schade, wir probieren natürlich erstmal wieder alles zu ignorieren, was Main Story sein könnte und probieren überall lang zu klettern, wo es Poncho-Material geben könnte. Hey! Was und? Haben wir gefunden? Oh, neue Sender enthalten. Nice. Ich liebe das, dass du hier so voll viel in, also so erkunden und entdecken kannst. Ich weiß nicht, ist das ist, sieht auch so eigentlich nach Kante zum Anklettern raus, aber wir. Anscheinend nehmen wir dann doch mal die Stairs. Manchmal hat das Spiel noch so hier und da so einen Hänger. Das stört mich so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. So wahrscheinlich einfach, weil ich währenddessen noch aufnehme. Hast du gehört, was dem Commander zugestoßen ist? Ja, ein Genghis hat irgendwie in sein Quartier geschafft und hätte ihn... Es ist schwer, an ihm dran zu bleiben. Ich treffe ihn nicht. Ah ja, warte, das macht ja meine Hol Haltung. Hol wir ihn uns. Er ist schnell. Oh, der Double Kill. Der Double Kill. Erstmal scannen. Alter, hier sind voll viele von denen. Was ist das? Da hinten leuchtet was. Oh Mann, ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich Assass ignorieren. Bleibt auf Distanz. Jemand anderer soll ihn angreifen. Ja, warte mal kurz. Komm her. 3, 2, 1. Ich krieg mich. Loch, das ging noch. Ich dachte, das wäre viel zu früh. Das war ja auch wieder schlecht, aber nicht nur einer. Das heißt, du kriegst jetzt einfach nur rechts-links-Kombo aufs Maul. Echo wahrnehmen. Nice. Oh, alles einsammeln. Ah, die schießen auf die Tür, ne? Die waren, nimm sie und geh. Ich locke sie weg. Ah, das war wahrscheinlich der Vater, der sein Kind und die seine hier liebe Dame, Frau nennt man es auch, beschützt hat und dann ist die in die Höhle geflohen. Ui, rutschen. Nice. Ja, der Rutschgang des Grauens. Ah, der findet was. Also wahrscheinlich so eine Warnung. Wir dürfen nicht rein, Alter, von wegen. Das sind alles Imperium. Lügen. Ja, das Imperium wollte nur das Land. Feuer! Okay, ich wusste, dass es so enden würde. Ich bin ehrlich. Dachte nicht, dass der Typ mich angreifen wird. Ich weiß gar nicht, was die Zephos sind, Alter. Jetzt mal mein Bruder, weil die Fischer sind. Sind das in Anführungszeichen normale Leute? Wow. Waffen auf ihn! Ich komme nicht durch! Holt euch den Feigling! Position halten! Das ist ein Vorteil von dem Spiel, dass du. Trefft ihn endlich! Ich hab ihn okay, wow. Ja, wir müssen hier mal. Warte kurz, komm kurz. Ich hasse das, dass das zwei sind. Jede getroffen. Alter, warte mal kurz, wir heilen uns wieder. Woo! Wir heilen uns mal nicht, Kapakepo. Scheiße, wo spawn ich wieder? Bestimmt ewig weit weg, ne? Ich müsste jetzt am Shortcut spawnen, glaube ich. Ja, fast. Belastende Kiste.
Egal. Aber hier die Shotgun freigeschaltet, weil hier sind jetzt auch wieder die Gegner, ne? Ja. Ist das wirklich tot? Feuern und vorrücken! Jedi getroffen! Hast du das? Immer dieses. Dass die diesen einen Autotag immer noch so halt durchbringen. Muss ich das Echo nochmal sammeln? Nein, gut. Stimmt, ich kann nicht. Der Jedi ist hier. Nice, Finisher. Ich kann ja auch meine Macht benutzen. Ich krieg dich. Ja. Du wirst einen Fehler machen. Greif ihn schnell an. Nice. So, zack. Der Feind hat ihn im Visier. So, wir gehen nochmal hier rum. Erledigt den Jedi. Ich verfolge ihn. Nice. So, jetzt müssen wir wieder hoch zu den zwei Kollegen. Ein Feind unter uns. Laut und deutlich angekommen. Direkter Treffer. Er ist so gut wie erledigt. Ja, warte, warte. Mach ihn fertig. Ich hasse es, dass das zwei sind. Nehme ich zurück. Ich kann ihn besiegen. Du kannst das Imperium nicht besiegen. Ich mach dich fertig. Ich werde nicht nachlassen. Hallo, ich drück doch blocken. Das ist auch so diese Stun-Rotation. Also wie lange du gefangen bist nach dem Hit. Das ist auch immer wieder anders. Na, dafür brauche ich einen Machtschub, glaube ich. Scanner, das ist nämlich ein toller, ne? Was hast du? Ein Kommandeur. Gehen wir nach... gehen wir da lang? Ich weiß nicht, geht's da weiter? Nee, sieht aus, als wäre hier wieder so ein Echo. Ego! Wohin bringst du uns? Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Flüchtlinge verschifft in Arbeitslager und Schlimmeres. So, da, ich hoffe, oh, guck mal, neues Poncho-Material. Ja, du. Komm wieder her. Guck's mal kurz nicht hin, da der Kollege da liegt oben, ne? Hast du was gefunden, BD1? Ich treffe ihn nicht. Keine Hilfe, um dich zu erledigen. Ja. So viel dazu. So, komme ich darüber? Nein, das sieht ziemlich nach Dead Zone aus. Ich könnte mal wieder so ein Dingsbumskreis gebrauchen. Also hier so ein. Da ist man jahrelang auf diesem Felsbrocken und kann kein einziges Artefakt vorweisen. Du könntest eine Versetzung beantragen. Hey. Die wurde nicht genehmigt. Das weißt du genau. Oh, es war also was drin. Die Pause ist vorbei. Ich verstehe. Ich verfolge ihn. Jetzt heißt es du oder ich, Jedi. Ich glaube, ich bin's. Ich muss gerade die ganze Zeit überlegen, ob ich so einen Kreis verpennt habe. Holy shit. Weißt du, so ein... Oh, ja, ne, so ein... So ein Respawn-Kreis-Ding, ne? Also, ja, der Arme. Jedi! Was? Oh, hi. Gut, die halten natürlich im Gegensatz zu den Kommandeuren, halten die nichts aus. Was bist du? Ach, du bist einfach nur irgendwas, was im Fels leuchtet. Da können wir wieder was sammeln. Es kommen Anschlüsse. Müssen wir dieses Gerät repariert werden? Noch belost. Irgendwas muss repariert werden. Ach ja, genau. Hier kam ich nicht hin, weil ich keinen Machtschub habe. Das heißt, das kann ich erst später machen. Das heißt, wir gehen dann doch wieder nach da. Ich bräuchte so einen scheiß Kreis hier. Ah, wenn man vom Teufel spricht, ne? Du bist so ein Kreis, ne? Ha, du bist ein Kreis, nice. Erstens, weil ich nämlich Fähigkeitenpunkte habe, zweitens. Fähigkeiten bauen. Also, ich wollte in... Was haben wir hier? Held verlangsamt, genau. Kerl kann besser verlangsamen, ich wollte aber das ja machen. Genau, maximales Leben erhöht sich, nice. Ja, habe ich noch was? Okay, Verteidigung verbessert sich dadurch durch Angriff. Ja, nice. Auch noch mehr blocken, finde ich gut. Nice. Okay. Ja, danach müssten wir erstmal in den Angriffstree gehen, weil ich noch nicht so viel kann.
Dann ruhen wir uns noch aus. Perfekt, und dann geht's weiter. Nice, also dass ich die dritte Stim bekommen habe, fühle ich. Fühle ich irgendwie. Rechts sieht normal, links sieht normal aus, das heißt, wir gehen nach rechts. Ja, komm. Du hast was gefunden. Scannen. Scan mal, ich renne weiter. Mein Freund, seit ich Bogano verlassen habe, habe ich mehr über die Sepho erfahren, als ich vermöglich. Ach, das ist von dem Typen. Geblockt. Okay, guck mal. Jetzt wissen wir schon, dass die Tür geblockt sind, ne? Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Ach, halt auf die Fresse. Ich habe letztens noch ein Meme dazu gesehen. Weißt du, Qui-Gon Jinn würde hier ausrasten als Geist, ne? Einfach fucking Lichtschwert nehmen und dann durchsäbeln, Alter. So, da droppe ich nachher wieder runter. Das heißt, wir... Ah ne, da kann ich nachher wieder runterdroppen. Das heißt, ich wollte gerade sagen, Poncho-Material. Es ist zwar nicht immer Poncho-Material, aber irgendwie sind die Kisten für mich Poncho-Material. Hey! Die Taschenlampe. Was war da drin? Das ist nicht Schwertmaterial. Oh, nice. Das ist natürlich geil. Also, wie gesagt, die Collectibles in diesem Spiel gefallen mir echt nicht schlecht. Da gibt's echt coole Sachen und du hast auch, also natürlich ist es natürlich irgendwo auch so ein bisschen, natürlich, Beschäftigungstherapie. Mein Controller hat wieder komplett Abgang. Ich hätte vielleicht nach oben gucken sollen, damit ich checke, was hier passiert. Beschäftigungstherapie, zum Beispiel das mit dem Machtschub und diesem Add-on für die Kiste, was, damit ich... Warum sind die Gegner nicht da? Eigentlich müssen die... Sneaky, sneaky! Oder... Ja, ich... Alter, ich... Drecksratte, wortwörtlich. Ich habe mich da hingedreht, aber... Oder beziehungsweise... Pff, diese Viecher, ich finde die ja so räudig. Holy shit. Ui, oh, ui, zack. Ui, 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 ui. Egal. So, warte, hier kommt wieder. Was bist du denn? Das könnte ein Problem werden. Kannst du was? Okay, wo kannst du denn hin? Ey! Oh ja, der macht Schaden. Also, wir müssen mal gucken. Okay, rot ist doof. Ich brauche Hilfe! Hast du wieder rot? Nein? Gut. Ich bin... Der hat auch angesetzt. Das Vieh klopft mich einfach weg. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder laufen, ne? Also wir merken uns, der Star Wars Hackerin ist eine Hure. Ja, ich bin hier wieder aufgewacht, so. Ich hab hier leider noch keinen. Wobei der Weg war nicht so. Ja, ne, es war einfach nur ein bisschen jumpen. Interessanter Typ auf jeden Fall. Zip. Ich weiß gar nicht, ob ich das hätte machen müssen, dieses Licht anmachen müssen. Ich glaube schon, weil der Ventilator sich damit dreht und ich dann darüber komme. Ne? Oh Leute. Komm her. Arschgeige. Okay, jetzt wieder das hier und zack. Und zack. Hackerin ist wieder da. Okay, komm her. Du machst erstmal den roten. Das sieht man nicht mit dem. Ich dachte, es wird rot. Oh, ich Idiot. Lol. Okay, das ist. Ey!
Erstmal scannen. Hey, und währenddessen gib mir mal. Danke. Bestimmt. Phylak, taktischer Leitfaden aktualisiert. Ja, schön. Ui. Ui. Oh, ein paar Gegner. Gegner hat. Warte mal. Das reduziert die Qualität meiner Haltung und meiner Zielsicherheit. Da ist noch was. Das überrascht mich nicht. Gesehen, die Rationen hier sind entsetzlich klein. Ich sage nur, dass es meine Schuld ist, wenn ich ein Ziel verfehle. Ja. Hey, ein Eindringling! Wie kann er nur alles blocken? Oh, lol. Na los, ihr Feiglinge! Er weicht aus! Nee. Du tötest deine Leute. Der schießt einfach mit dem Raketenwerfer auf seinen eigenen Typen, ey. Ah, warte, den konnte ich scannen. Was? Jetzt können wir weitermachen. Warte, 3, 2, 1, ich wollte gerade sagen, das wird doch. Oh, Darling. Ja, natürlich hält das. Hab ich gewusst. Weg hier. Warten. 3, 2, 1. Gut. Hab ich eigentlich unendlich machen? Ah. So ein bisschen mal. Ah, lalala. Schub hab ich. Uiuiui. Das ist auch etwas, was man jede Freizeitaktivität natürlich empfehlen würde. Immer einfach auf random Rotorblättern, die sich drehen und wir nicht wissen, wofür sie. Ein Eindringling! Seine Verteidigung ist zu robust. Bekämpft ihn einfach! Ziehen und Feuer! Okay, er bringt uns um. Aua. War das eine Granate? Halt still! Ich kann wieder irgendwas scannen. Ich krieg die ganze Zeit so Tier aufs Ohr. Gute Leistung. Sturmtruppenkommandeur. Die haben alle so. Weißt du, das ist auch so. Und was können die? In Wahrheit können sie nicht viel anders als die anderen. Ich hätte jetzt gerne so einen Kreis gehabt. Naja, dann mache ich wahrscheinlich eine Brücke. Hier komme ich nicht rein. Na, lass mich raten, hier geht's in die Höhle mit dem. Alles klar. Gut. Gut zu wissen, dass dann weiß ich auch wieder, wo wir sind. Nein, weiß ich nicht, aber ne, man kann sich ja einreden. Ei, leck. Ich bleib kurz zurück. Er ist über uns. Hey. Hoppala, Entschuldigung, aber wollte ich ganz cool euch wegklatschen. Hab verkackt. I'm sorry. Das ist schön. Ich würde sagen, das hat sich nach einem Raketenwerfer-Schuss angehört. Hi. Flachpfeife. Kann ich hier die Brücke aktivieren? Nein, hier ist nichts. Das ist nur langweilig. Okay, wofür bin ich dann hier hin? Gute Frage, nächste Frage. Du liegst hier übrigens ganz gut. Ja, dann weiter geht's. Dann machen wir jetzt noch diesmal Slide-Action. Und diesmal geht's dann ab da weiter. Zack. Oh Gott. Danke. Er hat es nicht noch gerettet. Ich dachte eigentlich, wir verkacken. Nice. Takedown. Oh. Rot. Dass die Viecher überhaupt einen roten Angriff haben, ne? Also irgendwie hat ja alles einen roten Angriff, aber. Außer die, komm, oh, weißt du, so ein Scheißvieh? Hab hier einen Eindringling! Ja, dann schieß mal wieder. Nichts als heiße Luft. Ja, nichts als heiße Luft hat auch nur ein fucking. Müssten die nicht langsam wissen, dass Lichtschwerter nicht so cool sind? Ich hätte nie gedacht, dass ich als Letzte übrig bleibe. Ja, okay, ja, halt, da musst du. Boah, in Ordnung. Nice. Okay, bei dem musst du einfach zweimal blocken, nicht blocken und dann angreifen, sondern einfach warten. Das ist halt auch so das Problem, was ich ja auch mit den vielen Spielen, also was heißt mit vielen Spielen, was ich mit dem Spielen habe, Scomp-Anschluss muss, ach, deine Mutter muss dafür freigeschaltet sein. Da kriegen wir bestimmt irgendwas Cooles. Ja, ein Echo. Boah, mein Glück hat's nicht getroffen. Drecksvieh. Die Dinger mag ich nicht. Das ist das Skelett hier, wurde selbst nicht irgendwas verbrannt, Körperkeeper. Marianna, kümmere dich um Sienna. Na, gut, das war das Letzte, was er gesagt hat. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Wir können jetzt nach
da weitergehen? Wir rennen mal nach da, oder? Hier ist so Kreis. Oh, Opti. Perfekte Wahl. Perfekte Wahl genommen.